der Station, weil sie an einer Depression leidet und von ihrem Ex-Freund dort reingebracht wurde, aber sie möchte nicht einsehen, dass sie wirklich krank ist. Aber es hilft ihr im Endeffekt doch. Weil ich einmal die Patientin bin, also eine Damagin, die wirklich sehr verstört ist, wie man sieht. Sie hat eine sehr schlimme Vergangenheit, wurde von ihrem Ehemann missbraucht, türkischer Ehemann, deswegen heißt sie Damagin, der nämlich dann ihre Kinder weggenommen hat und sie dadurch eine Depression und Schizophrenie entwickelt hat. Ich bin ja immer mal wieder auf der Station als Kind, weil ich hochintelligent bin. Und seitdem immer mal wieder, weil ich irgendwann in den Drogenkreislauf gekommen bin und eine Psychose entwickelt habe. Ich bin die kleine Jenny und ich wurde von meinem Vater vergewaltigt. Ich habe also eine sehr schwierige Kindheit hinter mir und bin deshalb auf der Station und bin da auch, habe da, glaube ich, meine neue Familie gefunden, weil ich schon sehr lange da bin und auch, glaube ich, sehr lange nicht mehr zu Hause war und das auch eher in Vergessenheit geraten soll für mich. Ich bin auf der Station, weil Nadine, die Figur, um die ich mich in meiner Rolle als Daniel die ganze Zeit kümmere im Stück, eingeliefert worden ist von ihrer Schwester Babsi. Ich bin die Krankheit für Nadine in erster Linie, aber ich beschäftige mich auch mit den anderen Figuren, die auf der Station zu sehen sind. Bin immer zur Stelle, wann immer es ein bisschen Ärger gibt. Ja, also ich spiele ja den Herbert, also die Cora Majowski eigentlich. Und ich bin eigentlich auf Station, weil gerade ein Entmündigungsprozess läuft für mich. Und ich ja da erstmal eingesperrt werde. Also ich bin so, glaube ich, die Einzige, die gegen ihren Willen da festgehalten wird und auch immer wieder ausreist. Weil ich habe keine richtige psychische Krankheit. Ich habe halt ein bisschen so Suchtprobleme, Alkohol und ich rauche auch gerne mal einen Joint. Aber ja, also ich bin jetzt nicht schizophren oder sowas. Und darum geht es ja auch die ganze Zeit im Stück, dass ich eigentlich nicht dort sein will und dass dieser Prozess bevorsteht, der mich halt entweder für relativ lange da in dieser Station festhält oder aber der mich dann in die Freiheit entlässt, was bei meiner Figur heißt, dass sie auf der Straße mit ihrem Hund lebt. Eigentlich nicht so sehr, weil viel von Carla ehrlich gesagt auch in mir steckt. Ja, weil es schon eine sehr anstrengende Rolle ist. Das kann man schon sagen, weil sie eben auch nicht sehr viel textlich hergibt. Man muss sich sehr viel vorstellen. Man hat sehr viele Bilder im Kopf. Nee, leider nein. Ich glaube, der Philipp und ich, wir sind uns irgendwie relativ verwandt und deswegen hat das relativ gut geklappt von Anfang an. Natürlich die eine oder andere Situation galt es auszubearbeiten. Nein, eigentlich eher nicht so. Und wenn ich mal bei manchen Situationen nicht genau wusste, da habe ich mich an meine Freundin erinnert. Sie ist aus Brasilien. Ist auch behindert, aber man weiß nicht ganz genau, was sie hat, weil man auch ihre Vergangenheit nicht genau kennt, was ja auch ein paar Parallelen zu meiner Jenny vielleicht hat. Ich hatte Probleme mit der Rolle, da Daniel eine fiktive, nicht real existierende Person ist, die aber genauso Gefühle und Haltung zu allen Sachen braucht, wie ein normaler Mensch auch. Und sich dann zu überlegen, was dieser nicht existierende Person denkt und fühlt, das war schwierig. Also wir haben ja im Sommer letztes Jahr die Biografien bekommen und als ich meine Rolle gesehen habe, war ich erstmal ein bisschen perplex. Also alleine der Name, also ich heiße ja Herbert, also die Figur heißt Herbert und ja, ich war sehr überrascht, weil ich ja auch nicht so jetzt der Punker bin oder ja, aber je länger man sich so damit beschäftigt, desto mehr versteht man die Figur und desto mehr wächst die irgendwie an einen auch ran. Ja, und ich habe die Figur jetzt einfach sehr gerne, auch wenn man, denke ich, von außen erst relativ spät versteht, warum sie so ist, wie sie ist. Es ist eine Frage, wie man verrückt ansiedelt. In der normalen Gesellschaft, denke ich, heißt verrückt, wenn man einfach irgendwie anders ist als dieses Normalsein. Also anders als der Mainstream sozusagen. Aber es heißt nicht, dass es deswegen schlecht ist. Verrückt kann auch mal gut sein. Ja, verrückt sind wir doch irgendwie alle. Manche steigern sich einfach mehr rein und manche kommen damit klar oder
können damit leben. Und diejenigen, die eben sich zu sehr reinsteigern, die brauchen dann Hilfe. Das Leben, glaube ich. Also ich erlebe so viele Sachen im Leben, die sowas von bescheuert sind und wo Leute Sachen tun, die ich für vollkommen verrückt halte, die, glaube ich, auf den Stationen, beziehungsweise wie wir jetzt wissen, auf den Stationen ja genauso passieren wie bei jedem anderen auch. Ich glaube, zu einem gewissen Teil verrückt ist ja jeder, manche mehr, manche weniger. Ich glaube, wenn man dann das Verrücktsein, seine eigene Verrücktheit nicht mehr unter Kontrolle hat, dann wird es zu einem Problem und dann, glaube ich, könnte man auch auf eine Station kommen. Verrückt ist in unserem Stück beispielsweise sehr häufig damit gemeint, dass jemand zu einer unpassenden Gelegenheit die Wahrheit sagt. Also hat Verrücktsein sehr viel mit die Wahrheit aussprechen zu tun, was dann von den Menschen um einen rum als verrückt wahrgenommen wird. Ich glaube, verrückt kann man nicht so eindeutig definieren. Es liegt immer an der Gesellschaft, was ist in der jeweiligen Gesellschaft normal. Ich weiß es nicht, weil ich das zum Glück noch nie machen musste. Aber ich glaube, ich bin da ziemlich ähnlich wie Carla und denke, was soll ich damit? Was soll mir Musiktherapie helfen? Obwohl Musik natürlich viel erreichen kann im Menschen, deswegen singe ich ja auch. Also Dr. Streusner findet das natürlich nicht gut, aber an sich ist das schon eine sehr tolle Sache. Die finde ich großartig. Ich habe es selber mal gemacht im Zivildienst. Die lief ein bisschen gesitteter als hier bei uns im Stück. Aber ich muss sagen, unsere gefällt mir ein bisschen besser. Die Art, die man jetzt in unserem Stück sieht, ist jetzt nicht so vorbildlich. Aber ich glaube, Musiktherapie kann schon gut sein und kann schon einiges bewirken. Musiktherapie ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, um sich zu therapieren. Denn Musik ist in jeder Lebenslage wünschenswert. Besonders im Musical. Ja, also von der Musiktherapie, die wir im Stück haben, halte ich relativ wenig. Obwohl sie ja dann auch ganz gut ausbricht, was ja auch vor allem durch meine Figur passiert. Ich glaube, dass Musik ganz viel erreichen kann, deswegen sind wir ja auch Künstler und deswegen sind wir Musiker und Sänger, dass sie Emotionen fördern kann und dass sie durchaus in solchen Einrichtungen wie Psychiatrie sehr gut aufgehoben ist.